So, dich hätten wir geschafft. Jetzt raus mit dir in den Korridor. Sag mal, ist diese Immobilienfirma auch wirklich zuverlässig? So zuverlässig wie jede andere wahrscheinlich, Fräulein Gerhardt. Naja, ihr müsst ja wissen, was ihr tut. Ich bin ja nur eine lästige Tante. Aber ich bin immerhin die einzige lebende Verwandte von Cecily. Und wenn sie auf mich gehört hätte... Also, Mavis, musst du Zeitungspapier nehmen, um die Schubladen auszulegen? Man sagt, die Motten hassen es. Sieht doch grässlich gewöhnlich aus. Da schau das Bild von diesem schrecklichen Mörder. Ausgerechnet. Sieht gut aus. Groß und schlank und männlich. Tanzen. Mavis, ich bitte dich. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Wem, Cecily? Der Verkehr in dieser Stadt, grauenvoll. Diese Lichter immer grün, rot, gelb, rot. Ach, Mavis, Kindchen, du wirst einsam sein. Hoffentlich wirst du nicht allzu viel Bitterkeit empfinden. Bitterkeit? So lange warst du jetzt mit Cecily. Ein Herz und eine Seele und immer zusammen und da geht sie hin und heiratet. Naja, wir werden alle nicht jünger. Wem sagen Sie das? Immerhin, meine Zähne habe ich noch. Klug von dir, gleich nach der Hochzeit auch wegzufahren. Wirklich sehr klug. Wie bedrückend wäre das alles gewesen, diese Wohnung so ganz ohne Cecily und ihr Lachen? Mavis, ich mache mir Sorgen. Cecily scheint, sie scheint mir so ein bisschen ganz durcheinander, seit sie diese 20.000 Pfund im Lotto gewonnen hat. 10.000? Die andere Hälfte gehört mir. Gut, also 10.000. Aber hat sie das nicht völlig durcheinander gebracht? Na, Kunststück. Wenn einer geplagten Sekretärin plötzlich 10.000 Pfund in den Schoß fallen. Du willst mich nicht verstehen. Ich meine das mit Nigel. Du weißt genau, was ich meine. Nein. Also ich stelle mir das anders vor. Eine junge Braut, wie... Soll sie den ganzen Tag Kränze flechten und den Hochzeitsmarsch singen? Wir beginnen den Jungfern. Mein liebes Kind, es gibt Zeiten, wo du recht anstrengend sein kannst. Hallo. Ja, eine Vierzimmerwohnung. Ja, für 3 Monate. Wie? Ja, 4 Pfund. Na ja, natürlich können Sie kommen, jederzeit, wann immer Sie wollen. Na, diesen Morgen nicht, wo doch Nigel ankommt. Hallo. Nein, heute Nachmittag geht es nicht. Nein, also hören Sie doch, es... Hallo? Hallo? Was soll denn das? Was ist? Will jemand die Wohnung ansehen, kommen sofort. Ich versuche ihn aufzuhalten, sagt er einfach, ich komme sofort. Das ist offenbar ein rasch entschlossener Charakter. Das klang ein bisschen wie ein Amerikaner. Ah, oh, das erklärt alles. Das ist Cecily. Sie wird völlig erschöpft sein, jetzt so in der Stadt rumzulaufen. Dabei sollte sie frisch sein wie eine Blume, wo doch ihr Bräutigam. Mein armes Kind. Für den Arm? Ich hab doch 10.000 Pfund gewonnen. Dass du dich allein in all diesen Rummel stürzt. Diese Leute in all den Läden. Ich war nur in einem Laden und da war kein Rummel. Und jetzt wird die gute alte Tante Lulu taktvoll, wie immer, für ein paar Stunden weggehen. Aber das ist doch nicht nötig, Tante Lulu. Was jetzt nötig ist, weiß Tante Lulu besser als du, Kleines. Nigel kommt und jetzt will man allein sein. Oh, ich hoffe, ich habe Kleingeld für den Bus. Ich habe, Tante Lulu, hier 1 Pfund. So viel brauche ich gar nicht. Und dann gibt... Vielleicht doch, für einen kleinen Charry. Oh, oh, oh. In 1-2 Stunden wieder. Ja. Ist gut, dann hat sich aber verletzt. Du bist eine Enttäuschung. Wieso? Für Tante Lulu. Du reagierst nicht partnergemäß.
Sie wünscht sich jetzt hold errötete Wangen, dazu den passenden Glanz in deinen Augen und das entsprechende Herzklopfen. Ich auch. Was auch? Na, du weißt genau, was los ist. Nein, was soll denn los sein? Naja, wie mir zumut ist, wegen Nigel. Ach so, Nigel. Ja, das quält mich so. Was, dass du und Nigel... Ja. Ja, seit Jahren kennen wir uns jetzt schon. Ist eine ziemlich kühle Romanze geworden. Romanze? Sag mal, was stellst du dir denn vor? Leidenschaft und Mondlicht? Ach Gott, was Aufregendes. Das Leben war so tödlich monoton bis jetzt. Monoton muss es für Nigel gewesen sein, im Sudan. Ich weiß, aber er kommt nach England zurück und schon das ist für ihn eine große Veränderung. Mein Sudan, das war das Büro. Das ist der Unterschied. Ja, da hast du irgendwie recht. Tag für Tag, Jahr für Jahr aufstehen, am Morgen Kaffee trinken, U-Bahn fahren, pünktlich im Büro sein und immer die ordentliche Sekretärin. Ja, Sir Henry, nein, Sir Henry, gewiss, Sir Henry. Oh, ich möchte leben, bevor ich alt bin. Und grau und tot. Ich glaube, ich bringe dir ein Glas Wasser. Ich weiß, es klingt ein bisschen kindisch, das alles, aber ganz tief innen, da warte ich immer auf ein Abenteuer. Ja, das ist ein dummes Wort. Ja, wie wir altes Geld gewonnen hatten, ich habe seither einfach das Gefühl, jetzt hätte ich doch eine Chance. Weißt du, was ich zuerst getan habe, als ich erfuhr, dass wir gewonnen hatten? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe Nigel geschrieben, ob wir die Hochzeit nicht noch verschieben könnten. Ja. Ich habe ihm geschrieben, ich möchte noch ein kleines bisschen meine Freiheit genießen. Auf meine eigene Art. Und Nigel? Ja, wir hätten doch alles schon verbrieft und besiegelt. Verbrieft und besiegelt, hat er zurückgeschrieben. Eine Woche nach seiner Ankunft pünktlich Heirat, dann 14 Tage genau Flitterwochen, natürlich in England. Der hatte sein Vaterland so lange nicht gesehen. Ja, ja, und das alles hast du ja geplant, mein Schätzchen. Du hast ja hundertmal gesagt. Ja, ich aber wenn ich daran denke, Nigel in Pantoffeln vor dem Kaminfeuer. Ich möchte ja nur noch ein bisschen Zeit, Mavis, für mich. Wollt ihr einfach alles stehen und liegen lassen und ihm diesen Brief hinterlassen? Und? Na, ich möchte ihn noch ein letztes Mal bitten, die Heirat zu verschieben. Und wenn Nigel nicht will? Dann ist sie eben aus. Du bist nicht bei Trost. Das blöde Geld hat dir den Kopf verdreht. Nigel ist das Beste, was dir überhaupt passieren kann. Du kannst es dir doch gar nicht leisten. Aber Mavis, hör auf jetzt. Aber was, du bist ja überdreht. Ja, mein Schätzchen, total überdreht. Die Chance deines Lebens wegzuwerfen für was? Für irgendeine fixe Idee. Leben. Was soll denn das heißen, hm? Was stellst du dir denn darunter vor? Na ja, zum Beispiel, wir könnten reisen. Paris wahrscheinlich, hm? Nachtclubs, Garçon, Eichperlot. Sei nicht lächerlich. Oder Monte Carlo, alte Herren in Panama-Hüten, die dir im Casino heimlich in den Popo kneifen. Die weite Welt, Meere, Inseln, Toro und ein Fass voll Rum. I love Paris in the morning, diddle-dee-dee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal, weißt du, was du tust? Du bist unmöglich und völlig verständnislos. Tja, das kann sein. Also jedenfalls werde ich mich jetzt, ach, so taktvoll wie Tante Lulu, zurückziehen. Nigel kann ja jeden Augenblick hier sein. Nur Mut, mein kleines Entchen. Es wird schon alles bestens geregelt werden. Bestens. Wirst du schon sehen, ja? Hallo. Ich bin gleich hergekommen.
Ja, wer sind Sie denn? Wie sind Sie denn da reingekommen? Durch die Tür. Sie war offen. Ja, aber... Ich hätte natürlich läuten sollen. Darf ich es nachholen? Ich hab gedacht, Sie wären jemand andere. Tut mir leid, dass ich bin, der ich bin. Ja und? Was wollen Sie hier? Wir haben doch telefoniert. Sie vermieten doch die Wohnung. Ach, Wohnung. Ja, jetzt verstehe ich. Sie haben wahrscheinlich mit meiner Freundin telefoniert. Das wird's wohl sein. Ihre Stimme kam mir gleich so verändert vor. Ja? Ja, Ihre gefällt mir besser. Oh, bitte wollen Sie sich nicht setzen. Danke. Entschuldigen Sie die fürchterliche Unordnung, aber wir sind gerade beim Packen. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man... Wenn man jemanden erwartet und ein anderer kommt. Ja. Wen erwarten? Oh, verzeihen Sie die Frage. Nein, nein, ich erwarte meinen Verlobten. Er kommt heute aus dem Sudan zurück. Wie schön für Sie. Ja, sehr schön. Ja, dann will ich Ihnen mal die Wohnung zeigen. Das hier ist das Wohnzimmer, aber sieht man ja. Sehr wohnlich. Sehr geschmackvoll. Ich meine die Atmosphäre. Für mich ist die Atmosphäre wesentlich. Für Sie auch? Ich weiß nicht. Aber ich weiß es. Und das ist eine meiner wenigen guten Eigenschaften, dass ich sofort weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe so eine Gabe, in die Menschen hineinzusehen. Ach, und? Wissen Sie schon, mit wem Sie es zu tun haben? Nur ganz vage. Sie sind kein leichter Fall. Das hier ist das Esszimmer. Wie hübsch. Ach, und das Bild, das ist... Das ist irgendwo in Griechenland. Wenn Sie wüssten, wie oft ich da vorbeigefahren bin. Wirklich? Ja, das ist Kapsunion. Ja. Dieses Licht. Das gibt es nur noch irgendwo in Mexiko. Und dann das Meer, diese Farben. Alle Schattierungen von Blau, dann ein tiefes Violett. Manchmal ist es grün wie Jade. Das muss wunderbar sein. Tja, ich bin noch nie aus England rausgekommen. Aber Sie möchten gerne. Es ist das, was ich am allermeisten möchte. Alle Menschen sollten reisen. Das hält den Geist lebendig, die Lust am Abenteuer. Aber was tun die meisten? Lehnen alles Aufregende ab und verkriechen sich in eine muffige Ecke des Lebens. Wenn Sie wüssten, wie sehr das stimmt. Sie scheinen Sinn für das Schöne zu haben. Das habe ich gewiss. Für wie lange wollen Sie denn die Wohnung mieten? Ja, wie lange ist sie denn frei? Meine Freundin wird ungefähr 3 Monate fort sein. Okay. Brauchen Sie Wäsche und Geschirr? Verzeihung, Wäsche und Geschirr? Ja. Ja, Teller, ich muss ja schließlich essen. Und Bestecke? Sie müssen mich ja für einen völligen Wilden halten. Aber das ist das erste Mal, dass ich eine Wohnung miete. Ja, bis jetzt bin ich nur von Kontinent zu Kontinent gefahren. Zuerst nach Südafrika, dann in den Osten, nach Indochina. Da lebte ich eine Weile mit einem Stammeshäuptling. Das war ein hochanständiges, nettes, kleines Volk. Außer die Nächte, wenn sie Feste feierten. Aber ich langweile Sie. Aber nein, nein, ganz und gar nicht. Erzählen Sie noch weiter. Aber bitte wollen Sie sich nicht setzen. Kurz darauf war ich ein bisschen in Japan. Die letzten 2 Jahre habe ich in einer armseligen Hütte an einem Fluss in Nordkanada gelebt. Wie spannend. Ja, eher einsam. Niemand, mit dem man hätte reden können. Sie sehen sie. Sie müssen entschuldigen, wenn ich etwas unzivilisiert bin. Ich finde es eine sehr hübsche Abwechslung, mal einem nicht allzu zivilisierten Wesen zu begegnen. Die meisten Damen sind der anderer Ansicht. Wirklich? Ja, Frauen lieben im Allgemeinen das bequeme Leben. Sie lieben bequeme Sessel, Dauerwellen, Fernsehen, Kino und so weiter und Halbgefrorenes. Sie hassen das Unvorhergesehene, das Abenteuer. Ja, vielleicht bietet sich Ihnen hier eine Chance, das Unvorhergesehene zu ergreifen. Und wenn die Chance käme, würden Sie sie verpassen? Ich nicht. Bestimmt nicht. Nein? Nein. Vielleicht sind Sie anders. Das heißt, ich weiß, dass Sie anders sind. Sie möchten also die Wohnung nehmen, Herr... Entschuldigen Sie, sehen Sie, nicht mal vorgestellt habe ich mich. Lovell, Bruce Lovell. Harrington, Cecily Harrington. Warten Sie, ich gebe... Nicht nötig, ich notiere mir das gleich. Wie ungewöhnlich methodisch.
Cecily Harrington, mit Doppel-R. Ich bin viel ordentlicher, als Sie vielleicht glauben. Wenn man so ganz alleine lebt und nicht auf Ordnung hält, würde man allmählich völlig verkommen. Na, ich verstehe. Sie würden sich totlachen, wenn Sie wüssten, was ich da alles aufschreibe. Hier zum Beispiel, da ist eine Eintragung alle 2 Wochen. Raten Sie mal. Keine Ahnung. Bruce, Haare schneiden. Also jetzt sollten wir uns aber wirklich mal wie Geschäftspartner unterhalten. Sie wollen also die Wohnung nehmen? Ja, sicher, sie ist wie nach Maß. Sie können sich nicht vorstellen, wie aufregend es ist, nach all den Jahren wieder in London zu sein. Ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt. Da bin ich wieder. Ein bisschen Geld ist auch da. Keine festen Pläne, aber das ist ein ganz angenehmes Gefühl. Ja, das kenne ich. Jahrelang habe ich Pläne gemacht in meinem Büro. Immer habe ich davon geträumt, mal ein bisschen Geld zu haben. Habe immer geglaubt, dass es ein Traum bleiben müsste. Und plötzlich wird dieses dumme Märchen wahr. Mavis, meine Freundin und ich, wir haben im Lotto gewonnen. Ach, und wie viel? 20.000 Pfund. 10.000 für jede. 20.000 Pfund? Darf ich Sie mal ansehen? Ich habe nämlich noch nie jemanden gesehen, der so viel Geld einfach gewonnen hat. Es ist ungezogen zu fragen, was Sie mit all dem Geld machen wollen. Ich nehme an, erst eine große Reise. Ich hätte es eigentlich heiraten sollen. Heiraten sollen? Das klingt so komisch. Ja, es ist auf einmal alles ganz anders. Sie wollen sagen, Sie sind zu Geld gekommen und möchten erst noch mal Ihre Freiheit genießen. Woher wissen Sie das? Habe ich nicht gesagt, ich hatte eine Gabe, in die Menschen hineinzusehen? Möchten Sie eine Zigarette? Danke. Ah. 1001 Nacht. Ja. Das weckt eine Hirscher Erinnerungen. Ich weiß noch, wie mir als Kind die arme kleine Leiter, die dem Sultan all diese Geschichten erzählt. Ja, genau. Scheußlicher Gedanke, jede Nacht eine Geschichte erzählen zu müssen, um am Leben zu bleiben. Wie lange sind Sie schon verlobt? Seit ungefähr 5 Jahren. Und wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vor 2 Jahren. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Ich habe das auch schon durchgemacht. Sie? Ja. Ich habe schon viele Frauen kennengelernt, bei denen alles ganz okay gewesen wäre, aber ich habe immer gewusst, eines Tages, und gerade dann, wenn ich es am wenigsten erwarte, dann komme ich irgendwo herein und sehe Sie. Und dann ist alles andere vorbei, mit einem Schlag so. Und Sie glauben, sowas geschieht einfach so? Es ist geschehen. Heute. Sie sind ja wahnsinnig. Vom ersten Augenblick an. Wie Sie sich umdrehten, hier beim Kamin, da wusste ich es. Sie dachten erst, ich sei Ihr Verlobter, aber in Ihren Augen war nur der Wunsch zu flehen und dahinter diese Lust zu leben. Habe ich recht? Ja. Das darf hier nicht zu Ende sein. Ich sehe Sie wieder, bald, heute noch. Ich weiß nicht, Sie sind ein bisschen impulsiv. Sie auch. Sie wussten es noch nicht. Wir werden jetzt zusammen essen gehen. Das kommt nicht in Frage. Vielleicht könnte ich Ihnen dann doch klar machen, dass ich Bohnen nicht mit dem Messer zerschneide und mich auf gerne Schlägereien mit Kellnern anlasse. Wir könnten noch ein bisschen im Park auf und abgehen. Ich glaube, es wird gleich regnen. Das ist nur ein Schauer, das geht gleich vorbei. Sie sind wohl vom Beruf Überredungskünstler. Ich erwarte Sie im Grill gegenüber. Nein. Nein, ich werde nicht kommen. Ich werde nicht kommen. Oh, das ist Nigel. Was mache ich jetzt nur? Die Türe öffnen. Ah. Hallo, Cecily. Ja, grüß dich. Das ist Herr Lovell, der neue Mieter. Das ist Nigel Brooks, mein Verlobter. Angenehm. Erfreut. Herr Lovell wollte mir soeben... Ja? Was wollte Herr Lovell soeben? Danken.
Für die schöne Wohnung. Ja. Keine Nachbarn, nichts, nur ein bisschen abgelegen. Ja, das ist doch also das Schöne, keine Nachbarn. Kein Hühnergegacker, keine Lautsprecher, kein Auto, kein Telefon. Zurück zur Natur. Kaum zu glauben, dass es erst 6 Wochen her ist. Und schon verheiratet. Gestern einfach stehen gelassen habe, das bringe ich jetzt gleich in die Dunkelkammer. Im Keller, meinst du? Ja, der Keller wird meine Dunkelkammer. Was hast du denn da drin? Nur so Fotozeugs. Aber warte mal da. Da habe ich etwas, das wird dir gefallen. Immer tust du so geheimnisvoll mit diesem Kasten. Das werden wir ja sehen. Hey, wo hast du denn den her? Von einem Mann. In Hongkong war das, glaube ich. Oh. Oh. Das ist herrlich. Ich danke dir. Du, das ist ein wunderbarer Garten. Ich mache mir nur noch Sorgen wegen des Preises. 5000 Pfund, findest du das nicht ein bisschen viel? Ja, lieber Gott, nein. Denk doch mal an all die scheußlichen Häuser, die wir angesehen haben. Alles doppelt so teuer. Bist du enttäuscht? Weil wenn ich gleich auf Reisen bin. Nein, ist doch eine sehr hübsche Idee, erst im Herbst zu reisen. Die vielen Sommertouristen. Du, da ist der Mann, von dem der Makler erzählt hat. Ah ja, Hoxen, hoffentlich hat er seinen Rollen mal abgelegt. Wer ist denn das Mädchen bei ihm? Ja, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Gärtnern nicht aus. Bringen die ihre Geliebte mit zur Arbeit? Keine Ahnung. Morgen, die Frau. Morgen, Herr. Es tut mir leid, die Frau, dass ich nicht da war, als Sie das erste Mal hierher gekommen sind. Aber ich hatte so ein schreckliches Rheuma. Und Dr. Gribbel hat gesagt, ich soll mal ein paar Tage ausspannen. Und jetzt möchte ich die verlorene Zeit gerne nachholen, wenn es Ihnen recht ist. Aber ja, wir bitten darum. Ja, da ist noch etwas. Ich habe mich nämlich gefragt, ob Sie nicht vielleicht jemanden brauchen für die Hausarbeiten. Ach so, daran haben wir noch gar nicht gedacht. Ja, da wäre nämlich meine Nichte Lisa. Ach, sie ist ein braves Kind. Ich habe sie gleich mal mitgebracht, falls Sie sie sehen wollen. Ja, rufen Sie sie doch rein. Reinkommen, Lisa. Sie ist nicht gerade ein Kirchenlicht, die Frau. Aber sie war auf einer guten Schule, hat Klavierstunden gehabt und so Zeugs. Tag, Lisa. Tag, Fräulein. Nee, Frau. Ihr Onkel hat uns gesagt, Sie würden eventuell den Haushalt bei uns besorgen. So hat er das gesagt. Na, das habe ich mir gleich gedacht, dass er das gesagt hat. Er sagt, Ihre Mutter möchte Sie nachts gerne zu Hause haben. Aber sie kann abends natürlich so lange bleiben, wie sie es wünschen. Na ja, dann klappt ja alles. Darf ich du sagen? Ja, natürlich. Vielleicht fängst du gleich mal an, die Küche in Ordnung zu bringen. Ja, natürlich, sofort die Küche in Ordnung. Natürlich. Ja. Die packt zu, das muss man sagen. Ja, sie ist ein braves Kind. Hier hat nämlich nie jemand ein Hausmädchen gehabt, das nachts hier geschlafen hat. In all den Jahren, die ich hier arbeite, seit Mr. Dunning das Haus umgebaut hat, das war vor dem Krieg. Früher war es nämlich eine Schenke. So, ich glaube, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Bei diesem Frühlingswetter sieht man richtig, wie das Unkraut wächst. Vielleicht schneiden Sie uns ein bisschen Flieder, weißen und violetten, ja? Ja, gerne, natürlich. Der gefällt mir nicht. Ja, dann packe ich den da mal aus. Die Überzüge sind auch nicht mehr gut.
Die müssen wir neu überziehen lassen, wenn wir wegreisen. Nächstes Jahr werden die aussehen wie neu. Welch ungeheure Weitsicht von dir, meine Liebe. Schon für nächstes Jahr zu planen, aber vergessen wir darüber nicht die Dinge, die jetzt zu tun sind. Wir brauchen ein paar Unterschriften von dir. Was denn für Unterschriften? Aber nur der letzte Formularkrimskrams aus dem Papierkrieg, den wir geführt haben, um dieses Haus zu erobern. Formulare. Wenn nur endlich mein Geld aus Amerika käme. Weiß der Teufel, ich glaube, die schlafen in meiner Bank. Endes Unterzeichnete bestätigt hiermit, dass das Grundstück mit der Katasternummer 1625 laut Grund. Machst du was aus, wenn ich das nicht lese? Natürlich nicht, du Krone der Geschäftsuntüchtigkeit. Hier. Hier in der Mitte. Das ist der schönste Augenblick meines Lebens. Du und ich, wir zwei, in unserem Haus, allein. Ah, jetzt habe ich euch ertappt. Lulu. Hallo. Tante Lulu. Na, ist sie mir nicht gelungen, eine kleine Überraschung, meine Lieben? Tut mir leid, meine Nase ist ziemlich kalt. Das ist es also, euer kleines Flitterwochennest. Stellt euch vor, heute gab es eine verbilligte Fahrt in diese gottverlassene Gegend. Cecily, wie du ausschaust, einfach prächtig. Sind Sie nicht stolz auf Sie, Bruce? Darauf können Sie Gift nehmen. Ich Gift? Wie schrecklich. Komm, setz dich doch, bist du sicher müde von der Reise. Müde? Ich? Hast du mich je müde gesehen? Ich wollte dir nur sagen, dass ich ein fabelhaftes Dienstmädchen für euch gefunden habe. Sie ist zwar leider eine Schwester aus dem Orden von Plymouth, aber sie wird ja auch was anderes können als beten. Tante, und du weißt wenigstens, mit wem du es zu tun hast. Tante, schauen Sie, da ist ein kolossales Paket angekommen. Der Postbote hat es eben gebracht. Ich glaube, es sind Bücher. Aber du hast ja bereits jemanden. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ja, vielen Dank, Lisa. Du kannst übrigens diesen Kasten da in den Keller runterbringen. Ja. Nein, lass mich das tun, Liebe. Ich habe mich gerne, wenn jemand seine Nase in meine Sachen steckt. Der Keller wird mein Privatissimo. Ja, bitte, wie du willst. Tag. Hallo. Es ist in Ordnung, Lisa. Du kannst gehen. Du kannst gehen. Vielen Dank. Das sind die Bücher, die ich mir beim Judy und Co. bestellt habe. Berühmte Kriminalfälle. Oh, was für ein entsetzliches Bild. Also wirklich, Bruce, wie kannst du nur so schreckliche Bücher lesen? Oh Gott, ich will nicht, ist das los. Ja, lieber. Oh. Foto vom Tatort. Das entkleidete Opfer von... nicht zu fassen. So empörend und das noch vor dem Mittagessen. Sind da noch mehr solche Bilder drin? Fotos. Lassen Sie das, Miss Girl. Aha, wohl etwas, das ich nicht sehen darf. Diese hübsche Dame mit dem schönen Schal, wer ist das? Das ist meine Schwester. Oh, nur keine Verlegenheit, mein Junge. Ich bin eine Frau von Welt. Ich helfe Ihnen, das auszupacken. Nein, das schaffe ich schon alleine. Das sind nur meine Fotosachen. Die werde ich gleich aus dem Weg räumen. Schauen Sie auch genau, ob Sie keine Asseln oder Würmer finden in diesem Keller. Wo hast du diesen zauberhaften Schal her, Cecily? Nicht wahr, der ist schön. Bruce hat ihn mir eben geschenkt. So einen habe ich schon einmal gesehen. Wo denn? Weiß nicht. Hoffentlich habt ihr da keine Katze im Sack gekauft, mein Liebes. Was habt ihr denn bezahlt? 5000 Pfund? Gott, oh Gott, das ist ein Haufen Geld. Dieser Keller wird die beste Dunkelkammer, die ich hier hatte. Aber einen Tag werde ich schon noch brauchen, um ihn aufzuräumen. Der Flieder, Gregor. Vielen Dank, Haxen, das ist ja wunderbar. Schau, Tante Lulu, aus unserem Garten. Fantastisch und kostet nichts. Lisa, ja? Bitte gib Wasser hier in die Vase. Ja. Dann ist das also euer Gärtner, nicht wahr? Richtig. Da kann Ihnen dieses Buch hier besonders nützlich sein. Ich habe es antiquarisch gekauft, der Gartenkalender. Darin steht alles, was Sie an jedem Tag im Jahr im Garten zu tun haben. Wollen gleich mal nachsehen, was da unter April drin steht.
Ich habe diesen Garten jetzt 30 Jahre lang ohne ein Buch gemacht und ich habe nicht die geringste Absicht, aber auch nicht die allergeringste. Aber wir müssen ja mit der Zeit gehen. Was haben wir denn hier? Ja. Zinnien in Töpfe sehen, bei einer Temperatur von 28 Grad halten, ist das Wetter indes zu nässlich. Nässlich, was für ein Wort. Jetzt ist er fort. Hey, Gärtner, Sie können mir doch nicht einfach weglaufen. Was für ein Blumen. Sie haben's durch alle Blumenbeete. Ja, das ist zu komisch. Schau doch mal, wie sie... Was hast du denn? Was ist denn? Schon wieder in Ordnung. Und was hast du denn gehabt? Nichts. Mir war ein bisschen schwindelig, das ist alles. Wahrscheinlich hat mich der Überfall von Tante Lulu etwas mitgenommen. Komm, setz dich. So, und ich hole jetzt einen Arzt. Nein, nein, ich will keinen Arzt. Warum denn? Ich will keinen Arzt! Bruce. Entschuldige. Ich bring dir ein Glas Wasser. Na, nun lass doch. Mach doch jetzt kein Theater. Kann ich dir nicht irgendwas für dich tun? Doch. Was? Du kannst hierher kommen und dich neben mich setzen. Geht's dir wirklich wieder besser? Es geht mir ausgezeichnet, wenn du mich nicht alleine lässt. Und wie sollte ich denn? Das ist das Paradies. Das heißt ab 8.15 Uhr. Wieso ab 8.15 Uhr? Da geht Tante Lulus Zug. Schreckt. Ein für alle Mal. Ich will nicht, dass jemand seine Nase in meine dunkle Kammer Aber ich wollte doch nur runterkommen, um Ihnen zu sagen, dass es Tee gibt. Das habe ich mir gedacht. Herr Pedant heute in seinem Büchlein. Das möchtest du gerne wissen. H2O2. Heute hast du nur das aufgeschrieben. Was ist denn das? Was Chemisches. Das brauche ich für mein neues Entwicklerbad. Ach du mit deiner dummen Fotografiererei. Es sieht nicht mehr gut aus seit dem Anfall neulich. Und jetzt siehst du sogar noch schlechter aus. Dafür siehst du aus wie das blühende Leben. Mach dir keine Sorgen. Mein Kreislauf geht manchmal ein bisschen aus den Fugen. Das ist alles schon da gewesen. Wann ist denn das? So dann und wann. Dann machst du dir Sorgen über irgendwas? Du bist manchmal so abwesend für kurze Augenblicke. Komisch. Hab ich gar nicht gemerkt. Manchmal frage ich mich, ob dieser Ort dir gut tut. Diese Einsamkeit. Hast du dich jetzt schon entschlossen, wohin wir zuerst reisen wollen? Wir gehen in irgendein Reisebüro, machen da einfach die Augen zu und stecken eine Nadel in eine Landkarte. Ah. Oh. Was du dir immer alles ausdenkst. Ich denke noch ganz anderes. Meine Anwälte schreiben, dass ich mein Geld bald kriege. Ich hoffe doch, dass es da ist, bevor wir abreisen. Mir hat Mavis geschrieben. Sie ist gerade zurückgekommen. Aha. Was schreibt sie denn? Sie möchte, dass wir Freunde bleiben und...
Sie möchten mal für einen Tag herkommen. Ja, wollen wir uns denn wirklich das Haus anrennen lassen, die letzten Tage aber hier? Oft kann sie ja nicht kommen, sie arbeitet ja schon wieder. Ja, das habe ich vergessen. Du willst dir Adieu sagen, das kann ich verstehen. Dann soll sie... Dann soll sie am 25. kommen. Das ist ein Freitag, heute in 14 Tagen. Wir reisen dann Samstag. Hoffentlich kommt sie nicht auf den Gedanken, uns zum Bahnhof zu bringen oder gar zum Flugplatz. Ich hasse Abschiede. Ja, ich auch. Und dann müssen wir noch sehen, dass wir Tante Lulu irgendwie an Ketten legen. Ich glaube kaum, dass die noch mal kommt. Du warst sehr deutlich das letzte Mal. Na schön. Dann schreibt Mavis, sie soll am 25. kommen. Aber nicht zum Übernachten. Sie schreibt doch was von Nigel. Den wirst du nicht auch einladen. Mavis meint, er sei so durcheinander, weil er mich nie sehen könnte. Und sie glaubt, wenn wir uns einfach als Freunde wieder einmal treffen könnten, dann würde er... Das ist doch Quatsch! Schon gut. Du könntest ja eigentlich stolz sein. Bist du ja richtig eifersüchtig. Natürlich bin ich eifersüchtig. Hat dein Auto gehalten? Oh, ja, habe ich ganz vergessen. Habe ihn heute Morgen bestellt, wie du weg warst. Wen? Herr Dr. Gribbel. Warum tust du sowas? Ich hab dir wieder und wieder gesagt, ich mag keine Ärzte. Ich hasse diese Quacksalber. Ich ertrag das nicht, Leute, die einfach reinkommen und rumschnüffeln. Aber alle im Dorf mögen. Das Dorf, Gottas und Halbidioten. Also, du willst ihn empfangen, mir zuliebe. Ich kann ihn ja nicht rauswerfen, wenn du ihn schon bestellt hast. Na, da ist er schon. Guten Tag, Herr Doktor. Mrs. Lowe. Ja. Bitte schön. Ja, die haben sich ja ganz fabelhaft versteckt hier. Das ist mein Mann, das ist Dr. Gribbel. Aha, na? Wie geht's denn? Wir leben hier sehr zurückgezogen und haben unsere Ruhe. Ja, die Ruhe ist ein ganz außerordentlicher Luxus heutzutage. Tja, ich habe den alten Haxen draußen gesehen, der arbeitet offenbar für Sie. Ja, komischer alter Knabe. Ja, ein kapitaler Schufter, sage ich Ihnen. Wenn der mal ein Glas zu viel getrunken hat, drüben im Roten Löwen, dann ruft er mich ganz laut vor allen Leuten Dr. Leichenmacher. Da stellen Sie sich das vor, Dr. Leichenmacher. Und ich lasse mir das seit Jahren gefallen. Trinken Sie eine Tasse Tee mit uns? Nein, danke. Kommen wir doch gleich zur Sache. Ihre Frau möchte, dass ich sie mir mal etwas näher anschaue. Bei mir werden Sie nichts finden. Ja, eine kleine Inspektion. Kann aber auf keinen Fall schaden. Wo finden wir? Ja, am besten oben. Ja, danke schön. Na, wollen Sie mir nicht den Weg zeigen? Wenn Sie wollen. Aber ich bin sicher, dass wir Sie umsonst hier bemüht haben. Ach, keine Frage. Ich predige den Leuten seit Jahren, dass es klüger ist, den Arzt zu rufen, wenn es zu früh, als wenn es zu spät ist. Aber glauben Sie, diese Bauerntölpel sehen das ein? Ach, keinesfalls. Aber passen Sie auf, es dauert nicht lange. Lisa! Willst du bitte abräumen? Haxen, was bringen Sie denn Schönes? Ja, ich wollte nur wissen, Mrs. Lovell, ob Sie mir das vielleicht erklären können. Was ist es denn? Ja, das will ich Sie ja eben fragen. Habe ich beim Graben gefunden, drüben bei dem kleinen Hügel. Vielleicht ein verborgener Schatz? Ja. Warten Sie. Soll ich ein Messer holen? Nee, danke. Das mache ich mit meinen Fingern. Schnaps. Schnaps? Vielleicht. Ist auch ein komischer Schnaps. Kenne ich nicht. Aber da steht was auf dem Etikett. Vielleicht Medizin? Hydrogen? Hydrogen Superoxid Nanu. Ist da sonst noch was drin? Na, sieht nicht gerade nach einem verborgenen Schatz aus. Nichts wie leere Flaschen. Wie sind die bloß in den Boden gekommen? Ich bin doch einen ganzen Tag hier. Die muss einer nachts vergraben haben. Vielleicht hat es was zu tun mit dem Fotografieren von meinem Mann. Der braucht so Chemikalien. Ach so, Chemikalien. Soll ich sie auf den Abfallhaufen werfen? Nein, lassen Sie nur. Ich frag meinen Mann. Naja, dann... Hallo, Haxen. Na, was macht das liebe alte Rheuma? Das ist weg, Doktor. An dem verdienen Sie nichts mehr. Hat mich auch entsetzlich reich gemacht. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, es wird verschwinden. Ein warmer Sommer ist der beste Arzt. Und schickt nicht mal Rechnungen. Nun,
Herr Doktor? Er zieht sich wieder an. Haben Sie was gefunden? Kleine Hypertonie. Hypertonie? Was ist denn das? Erhöhter Blutdruck. Aber das ist nichts Schlimmes. Ach nein, nein. Da bin ich froh. Ja, jetzt noch eine kleine Frage. Sagen Sie mal, hat Ihr Mann vielleicht Schwierigkeiten? Ich meine, vielleicht geschäftlicher Natur? Nein, nein, nie. Wenn er Geschäftssorgen hätte, würde er mir es bestimmt gesagt haben. Ich habe ihn natürlich gefragt, aber er hat so heftig mit Nein geantwortet, dass es nicht ganz überzeugend klang. Gibt es da nicht irgendwas? Aber nein, gar nichts. Warum fragen Sie so? Naja, es ist nichts Ernstes, aber wie soll ich Ihnen das sagen? Er hat einen fliegenden Puls. Ach so? Naja, es kommt häufig vor. Wichtig ist nur, dass es nicht schlimmer wird. Er gehört wohl zu der sehr leicht erregbaren Sorte Menschen. Nein, das würde ich nicht direkt sagen, aber in letzter Zeit war er vielleicht ein bisschen nervös. Sie glauben gar nicht, wie er sich aufgeregt hat, als ich ihm vorschlug, einen Herzspezialisten aufzusuchen. Also sowas von Ablehnung. Wird er wohl reisen können? Wir wollen nämlich ins Ausland fahren, Ende dieses Monats. Na ja, ich glaube schon. Ja, sicher, wenn er sich bis dann ruhig hält. Ich will ihm etwas schicken. Das soll er dreimal täglich nehmen, wie es auf der Flasche steht. So, jetzt ist höchste Zeit für meine weiteren Krankenbesuche. Darf ich? Oh, sehr freundlich. Dankeschön. So, ich will dann den Kopf nochmal einstecken. Ja? Vielen Dank, Herr Doktor. Morgen. Ja. Guten Morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komischer Kauz, dieser Dr. Leichenmacher. Aber ganz nett. Ich bin sehr froh, dass du ihn magst. Ah ja, Bruce, ich wollte dich was fragen. Schau mal, was Haxen hier im Garten ausgegraben hat. Lauter alte Flaschen mit Superoxid oder sowas steht drauf. Haxen sagt, die können noch nicht so lange dort gelegen haben. Ist das nicht merkwürdig? Ja, sehr sonderbar. Da ist noch was drin. Wirklich? Weißt du was von all dem? Nein, nein, wie sollte ich? Haxen und ich haben geglaubt, es sei ein verborgener Schatz. Also dann, weg damit. Ich will nur ein bisschen in den Garten gehen, bevor es dunkel wird. Haxen hat mir gezeigt, wie man Rosen schneidet. Ich helfe dir. Nein, hast du vergessen, was der Arzt mir gesagt hat? Du setzt dich jetzt schön hierher und liest. Na, schön dann nicht. Aber bleib nicht zu lange. Idiotischer Ort ist das, wo nach 8 Uhr kein Zug mehr geht. Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Der geht schon seit Wochen nicht mehr. Wir haben den Schlüssel verloren. Es ist jetzt ungefähr 7. Mhm. Willst du noch was trinken? Ja, ein Whisky. Bruce kommt sicher noch runter, um dir Adieu zu sagen. Ja, er war am Ende seiner Kräfte nach dem Tee. Es war absolut das Klügste, von ihm hinaufzugehen und sich hinzulegen. Er legt sich doch jeden Nachmittag hin. Es geht ihm wirklich nicht sehr gut. Ich habe noch nie eine solche Veränderung an einem Menschen gesehen. Es ist wirklich idiotisch, von dir auf Reisen zu gehen mit Bruce bei seiner Verfassung. Er hat sich's in den Kopf gesetzt. Kannst du es ihm nicht ausreden? Wir hatten einen... Wir hatten beinahe einen Krach deswegen. Heute Morgen, bevor du gekommen bist. Und was sagt der Arzt? Aber hört doch nicht auf ihn. Das letzte Mal war richtig grob zu Dr. Grippel. Naja, ich hoffe nur, dass nichts passiert. Dass dir nichts passiert. Hey, was ist denn das? Ist ach, das deins? Ja, das ist das Notizbuch von Bruce. Komisch, der lässt doch sonst nicht was rumliegen. Ist immer so ordentlich, so methodisch. Macht sich Notizen über die läppischsten Dinge. Was hat er wohl für heute aufgeschrieben? Sag mal, wird er nicht böse, wenn du in seinen Geheimnissen rumstöberst? Woher? Er hat mir's ja so oft gezeigt. Warte mal, da. Das ist heute. 25. September, Mavis bis zum Abend. Nein, welch ungeheuerliche Ehre. Hab ich nicht gesagt? Da steht noch was. 9 Uhr abends. 9 Uhr abends?
Was ist denn das? Ein Rendezvous. Oh, meine Liebe, die absolute Schönheitskönigin des Dorfes haben wir im Haus. Mhm. Lisa. Umschwärmt von sämtlichen Briefboten und Milchmännern. Also ich glaube, das soll ihn daran erinnern, seine Dunkelkammer aufzuräumen. Na, aber das schreibt man sich ja nicht auf. Also hör mal, dieses Notizbuch ist wirklich komisch. Hör mal zu. 25. März, Cecily heiraten. 7. April, Haare schneiden. Das steht da regelmäßig, alle 14 Tage. 15. April, ins Landhaus übersiedeln. Und dann steht da wieder dieses Chemiezeugs, H2O2. Das steht da alle zwei Wochen seit Beginn des Jahres. H2O2? Ja, er braucht zum Entwickeln seiner Bilder im Labor. Was? Braucht man Wasserstoffsuperoxid in einem Fotolabor? Ja, aber H2O2 ist doch nicht Wasserstoffsuperoxid. Ja, natürlich ist es Wasserstoffsuperoxid, das weiß ich ganz genau. Haxen hat eine ganze Menge alter Flaschen mit H2O2 drauf im Garten ausgegraben. Ich habe Bruce danach gefragt, aber er hat mir gesagt, er weiß nicht, woher sie kommen. Ist ja merkwürdig. Vielleicht kriegt er graue Haare. Das will er dir verheimlichen. Ein paar silberne Fäden im goldenen Strom. Cecily? Ja? Ich bin nicht mit der Bahn gekommen. Wie? Mit Nigels Wagen. Ist Nigel hier? Ja, er wartet in der Dorfschenke da in diesem roten Löwen. Wir haben so eine kleine Verschwörung angezettelt. Eine Verschwörung? Ich habe Nigel gesagt, er soll mich um 7 Uhr hier abholen. Ja, aber glaubst du nicht, dass... Aber was? Also er bleibt doch nur 5 Minuten. Und wenn Bruce runterkommt, dann trage ich es schon mit ihm ja, aus. Ja, ich weiß aber wirklich nicht, aber ob ich... Oh, welche Pracht! Was sind denn das für Blumen? Penstemonien. Penste, die sind ja zauberhaft. Ja, ja, es ist ein ganz schönes Fleckchen hier mit all den Blumen. Wenn es einem nichts ausmacht, in einer Einsiedelei zu leben. Diesen Ort gibt's ja nicht mal auf einer Landkarte. Ja, deswegen hat Mr. Dunning das Haus ja auch so billig verkauft. Ja, so billig war es auch wieder nicht. 5.000? Was? 5.000? 5.000? Unmöglich, Mrs. Lovell. Mr. Dunning hat 2.500 dafür verlangt, das weiß ich ganz genau. Aber Sie irren sich, Haxen. Woher wollen Sie das wissen? Ja, ich habe doch selber gehört, wie Mr. Dunning geflucht hat, dass er das Haus nicht teurer verkaufen konnte. Im ganzen Dorf hat er rumgeschimpft. Also den ganzen Kauf hat mein Mann besorgt mit dem Makler. Aber was ich dafür bezahlt habe, das weiß ich ganz genau. Habe selber den Scheck unterschrieben. Ja, dann haben Sie vielleicht die Wiesen dazugekauft. Nein, nur das Haus. Ja, aber dann sind doch 2.500... Also diese Blumen sind wirklich zauberhaft. Na schön, dann gehe ich jetzt besser raus und kümmere mich mal um Chrysanthemen. Recht sonderbare Sache. Ach, im Dorf erzählt man sich die ungeheuerlichsten Geschichten. Ich habe mal im Roten Löwen 2 Sherry Brandy getrunken. Seitdem heißt überall, ich sei eine Quartalsäuferin. Du, aber das Haus, das hast du selber gekauft? Ich habe das Geld Bruce vorgeschossen, weil sein Geld im Moment blockiert ist. Ach, weißt du, so Anwaltsgeschichten. Ja, ja, ich verstehe das schon. Das ist Nigel. Doch gut aus. Ich darf doch reinkommen. Ja, bitte. Ja, ich glaube, dann werde ich mal nach draußen schauen, was Haxen mit seinen Chrysanthemen und seinen Penste-Dingsbums macht. Schön, dich wieder mal zu sehen. Du weißt gar nicht, wie sehr ich dir... Willst du was trinken? Willst du eine Zigarette oder... Langsam, langsam. Komm, setzen wir uns erstmal. Oh. Ja, habe ich immer noch. Und? Ich bin so gespannt zu hören, was du alles erlebt hast. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du so gut aussiehst. Na, darum wollte ich auch, dass du mich siehst. Bevor du dich auf deine abenteuerlichen Reisen begibst, wollte ich dir doch zeigen, dass du aus mir kein elendes, dem Trunk verfallenes Subjekt gemacht hast. Ach, lass doch das. Und du? Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Das freut mich. Es ist nett von dir. Das freut mich ehrlich. Und glaub ja nicht, dass ich so einen hochedlen Charakter habe. Aber warum soll ich in Düsternis und Schwermut versinken, nur weil deine Ehe klappt und es dir gut geht? Das ist mir schon lieber, ich freue mich mit dir. Reicht das, du?
Nein, wirklich, es ist wunderbar mit Bruce. Manchmal allerdings mache ich mir Sorgen. Warum? Oh, es geht ihm gesundheitlich nicht so gut, seitdem wir hier sind. Aber das Reisen wird ihm gut tun. Wohin fahrt er denn? Irgendwohin, überall hin. Was für eine überaus präzise Reiseroute. Aber das hast du dir immer gewünscht. Ja. Aber weißt du, was komisch ist? Jetzt bin ich auf einmal traurig, dass ich hier weg muss. Lach nur. Ich weiß, ich bin ein verrücktes Huhn. Ich war verrückt. Damals, als du die Verlobung aufgelöst hast. Weißt du, der verfluchte Sudan hat mich doch ziemlich mitgenommen. Naja, leb du mal jahrelang vom Büchsenspargel mit Sand in den Ohren. Aber du bist doch gar nicht an allem schuld. Das stimmt. Dich hat damals das verdammte Lottogeld verrückt gemacht. Und ich habe das nicht wahrhaben wollen, weil ich Wüstensand im Kopf hatte. Du bist ein feiner Kerl, dass du es so nimmst. Ich glaube aber ja nicht, dass ich dich nicht mehr gern habe. Und komm ja nicht mit dem Spruch, eines Tages wirst du ein reizendes, junges Mädchen kennenlernen. Aber ich will kein reizendes und kein junges und überhaupt kein Mädchen kennenlernen, das mich interessiert. So, jetzt kann ich euch einen Vortrag halten über alle Blumen, die mit Penste anfangen. Ich bin jetzt Spezialistin in Penstologie. Ich glaube, wir müssen das Gesellige beisammen sein. Abbrechen, wir müssen zurück. Aber nein, ihr dürft noch nicht wegfahren, bevor ihr was gegessen habt. Was noch einmal, wenn Bruce... Ach so, ja. Na, wartet mal einen Moment. Ich lauf schnell rauf und sag's ihm. Sie ist doch zufrieden, oder? Findest du? Was frag ich dich? Also, weißt du, Nigel, ein paar Dinge kommen mir sehr merkwürdig vor. Er sieht so verändert aus. Es ist wirklich idiotisch, von Cecily mit ihm auf Reisen zu gehen. Am liebsten würde ich selber mal mit dem Arzt sprechen. Ja, und dann ist noch so eine Unklarheit wegen des Hauspreises. Was, der Preis für das Haus hier? Ja, also ein paar Dinge sind nicht ganz in Ordnung. Irgendwas ist da merkwürdig. Du, und dann habe ich noch herausgefunden, dass Bruce... Jetzt guck mal, nehme ich hier den ganzen Tag rum, ist jetzt der auch noch. Nigel, ich glaube, wir müssen gehen. Ja, selten ist mir etwas dermaßen klar geworden. Es tut mir so leid, aber Bruce fühlt sich etwas... Er ist sehr nervös. Ihr versteht es doch, dass ich... Ja, schon gut, wir verstehen. Außerdem ist ja alles gesagt, was ich dir sagen wollte und... Naja, gesehen habe ich dich auch. Also machen wir es kurz. Es wird ja sowieso spät, bis wir zurück in London sind. Schade. Ich hätte euch so gern hier behalten. Sag mal, bist du ganz sicher, dass alles in Ordnung ist? Was soll denn nicht in Ordnung sein? Weißt du was? Ich rufe dich an, wenn ich zu Hause bin. Ach Gott, nur so, um dir gute Nacht zu sagen. Aber wir haben doch kein Telefon. Ach ja, kein Telefon. Sag mal, wie macht ihr das? Habt ihr Brieftauben? Also, Cecily, alles Gute. Und pass auf dich auf. Chrysanthemen in Ordnung und die Tulpenzwiebel versorgt? Alles in Ordnung, Mrs. Lovell. Ich gehe jetzt nach Hause und schaue übermorgen noch mal rein, wenn Sie weg sind. Ich wollte nur Adieu sagen und vielen Dank für alles. Wir danken Ihnen, Haxen. Das ist die letzte Baccarat. Schön, danke. Lisa, ich gehe jetzt. Gut, Lisa. Ihr Mann hat mir noch 10 Schilling gegeben, extra, dass ich heute auf den Jahrmarkt gehen kann. Wieso, ist denn hier Jahrmarkt heute? Ja, Mrs. Lovell, der ist hier immer spät im Jahr. Aber ihr Mann hat gesagt, ich könnte schon jetzt nach Hause gehen und es ihm gleich, wie lange ich bleibe. Na, das geht die ganze Nacht durch. Aber er hat gesagt, Sie brauchen mich nicht morgen früh. So? Das ist mir aber neu. Oh, darf ich da nicht gehen? Natürlich darfst du nicht. Du bleibst, solange du gebraucht wirst. Nein, nein, geh nur, Lisa. Mein Mann hat ganz recht, wir brauchen dich morgen früh wirklich nicht. Vielen, vielen Dank, Mrs. Lovell. Vielen Dank. Sie verderben das Mädchen noch völlig. Ich hoffe nicht. Jetzt läuft ja auch der Briefbote vom Nachbardorf noch nach. Eines Tages wird sie die ganze britische Post heiraten müssen. Also wenn ich schon beim Verderben bin, dann müssen Sie auch dran glauben. Hier, nehmen Sie diesen Whisky. Die Flasche ist noch fast voll. Ich bringe Ihnen ein Glas aus der Küche. Oh, danke schön. Ich brauche kein Glas. Aus der Flasche schmeckt er am besten. Na, dann Prost. Ja, Prost. Vielen Dank, Mrs. Lovell. Und gute Reise. Ja.
Das nennst du eine freudige Überraschung. Tante Lulu, um Himmels Willen, wie kommst du denn noch hierher? Na, ich verreise doch morgen. Ja. Stell dir vor, ich habe heute... Du weißt ja, ich habe doch manchmal diese plötzlichen, genialen Einfälle. Psst, bitte sei leise, Tante Lulu. Warum? Bruce ist oben, er schläft. Es geht ihm heute nicht so gut. Na schön. Er wird ja sicher bald aufwachen. Weißt du, Liebes, heute Morgen hatte ich ein so ungutes Gefühl. Wir sind ja das letzte Mal nicht gerade freundlich auseinandergegangen. Zwischen Bruce und mir hat es doch ein paar recht schrille, wie soll ich sagen, Misstöne gegeben. Und heute, da gehe ich beim Judys vorbei. Du kennst doch diese entsetzlich teure Buchhandlung und sehe im Schaufenster den neuesten Band aus der Reihe Berühmte Kriminalfälle. Und da bin ich einfach reingegangen, hab den Band gekauft für Bruce, wenn er solche Sachen schon gern hat, als Versöhnungsgeschenk. Ist ein grauenhaft schreckliches Buch, hoffentlich hat das noch nicht. Es ist vor einem halben Jahr erschienen. Also, ich sag dir, der Prozess gegen Darky Bellingham, selbstverständlich in Amerika. Sowas könnte in England ja gar nicht passieren. Tante, ich möchte auf keinen Fall, dass Bruce... Ach so, Bruce, wir können ja flüstern, bis er aufwacht. Ich sage dir, diese amerikanische Geschichte mit Darky Bellingham, grauenhaft. Man hat ihn des Mordes angeklagt. Stell dir vor, an 5 Frauen. Aber sein Verteidiger war so ein gerissener Halunke, dass man ihn hat freisprechen müssen. Dann ist er verschwunden. Später hat man alle Indizien gehabt, dass er der Mörder gewesen sein muss. Aber er soll wie vom Erdboden verschwunden sein. Schau ihn dir mal an. Da drin ist ein Bild von ihm. Sieht der nicht schlichtweg bezaubernd aus? Ach. Jetzt verstehst du wohl auch seinen Spitznamen, Darky, dieses fabelhafte dunkle Haar. Ich habe noch nie so einen gut aussehenden Mörder gesehen. Mag das Gesicht nicht. Die Brille, der Schnurrbart und sowas Geschniegeltes. Na, das ist ja nur so eine Art Maske. Mit solchen Massenmördern scheint es seine eigene Bewandtnis zu haben. Nach so einem Mord sind sie irgendwie befreit, erlöst von einem ungeheuren Druck. Steht alles in diesem Buch. Aber ganz allmählich wächst dieser Druck wieder, wird stärker und stärker, bis es sich wieder befreien muss mit einem neuen Mord. Ist das nicht entsetzlich aufregend? Im Grunde sind es ja Kranke, gehören alle ins Irrenhaus. Oh, du erwartest doch nicht etwa Besuch? Keine Ahnung, wer das sein könnte, ja? Oh. Oh, Herr Doktor, Sie habe ich nicht erwartet. Darf ich einen Moment? Das ist Dr. Gribble, das ist Miss Gerrit, meine Tante. Hallo. Verzeihen Sie die Störung, Mrs. Lowell, aber da waren eben ein paar Freunde von Ihnen bei mir, eine gewisse Mavis Wilson und ihr Freund. Und die sagt mir, dass ihr Mann sich heute ganz besonders schlecht fühlt. Ja, ich sehe es einfach als meine Pflicht an, ihn noch einmal davor zu warnen, morgen auf eine so strapaziöse Reise zu gehen. Was ist denn mit Bruce? Ist er krank? Nein, nein, Tante Lulu, aber ich muss Sie leider beide bitten. Er ist heute so aufgeregt und er verträgt einfach keinen Besuch. Er würde fuchsteufelswild werden, wenn ich... Gerade wenn er so übernervös ist, darf er keinesfalls auf Reisen gehen. Wo ist er? Er ist oben, er schläft. Aber nein, bitte lasst ihn. Da will ich mal ganz sachte da oben anklopfen. Ach, Mr. Lowell, ich wollte gerade auf ein Plauderminütchen vorbeikommen. Bruce, nein, Liebster, vergessen wir doch unser kleines Gezänk vom letzten Mal. Ich habe gehört, dir geht's nicht so gut. Ich habe dir was Interessantes mitgebracht. Raus mit euch. Wie bitte? Ich habe gesagt, raus mit euch beiden, und zwar sofort. Aber Bruce, wie kannst du nur? Aber mein Lieber, ich versichere Ihnen, war ich etwa nicht deutlich genug? Schon vor 3 Tagen habe ich Ihnen gesagt, klipp und klar, dass das Ihr letzter Krankenbesuch bei uns gewesen ist. Aber Bruce, Dr. Gribble wollte sich doch nur verabschieden und Tante Lulu auch. Da ist schon lange eine Verschwörung gegen mich im Gange. Erst Mavis und Nigel und jetzt noch dieser Dr. Leichenmacher. Diese alte Gans. Also, ich lasse mir ja manches gefallen, aber dass mir jemand schlankweg ins Gesicht sagt, dass ich alt bin... Mr. Lowell, haben Sie eigentlich nie an Ihre Frau gedacht? Stellen Sie sich mal vor, Ihnen passiert was. Was wollen Sie? Soll ich Sie rauswerfen? Sie und das Frauenzimmer? Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Bitte, bitte. Keine Ursache. Gute Reise. Herr Doktor, Sie sind ja sicher mit dem Wagen hier. Dann könnten Sie mich ja mitnehmen ins Dorf. Lieber übernachte ich in einem Stall. Lass mich, ehe ich noch eine Minute länger hier bleibe. Alte Gans zu mir. Nehmen zu Sie sagen. Wohl. Also. Los. Was ist nur los mit dir? Es tut mir so leid, Levin. Aber ich bin so am Ende meiner Kräfte. Den ganzen Tag geht das schon so.
Du wirst sehen, morgen bin ich ein anderer Mensch. Wir werden eine wunderbare Zeit zusammen verleben. Vergibst du mir? Da ist hier mein Notizbuch. Ja, das hast du hier rumliegen lassen. Was bedeutet eigentlich 9 Uhr abends? 9 Uhr abends? Ja, das hast du für heute in dein Buch eingetragen. Ach ja, ja, richtig. Ja, da will ich meine Dunkelkammer aufräumen um 9 Uhr abends. Das habe ich mir gedacht. Du wirst mir dabei helfen, mein Schatz, nicht wahr? Ja. Der Taxen zum Abschied gebracht. Du weißt du, was er gesagt hat? Dieser Mr. Dunning, der das Haus hier verkauft hat, hat überall herum erzählt, er hätte nur 2.500 dafür gekriegt. Sind wir vielleicht übertölpelt worden? Wäre das möglich? Natürlich nicht. Dieser Axen ist ein verdammter alter Idiot. Du weißt genau, was in so einem Nest alles geschwätzt wird. Darf ich dich mal was fragen? Ich will dir ausnahmsweise mal die Erlaubnis geben. Sag mal, brauchst du vielleicht, aber bitte nicht böse werden, brauchst du vielleicht ein bisschen Wasserstoff-Superoxid für deine Haare? Was hast du gefragt? Ich habe nur gefragt, ob du vielleicht ein bisschen Wasserstoff-Superoxid für deine Haare brauchst. Wer hat dir gesagt, ich färbe mein Haar? Es geht ja nicht ums Haarfärben. Das ist eine verdammte Lüge. Ich bin blond. Und ich war immer blond. Ja, ja, natürlich, Bruce. Was soll's denn? Ich habe nur gedacht, dass du vielleicht hier und da ein graues Haar gefunden hast und dass dich das vielleicht gestört hat. Also mich würde es nämlich nicht stören. Ja, ich verstehe. Graue Haare. Ich dachte... Was? Nichts. Denk nicht mehr daran. Ich habe noch nie einen Tropfen Wasserstoff-Superoxid im Haus gehabt. Und was ist dann H2O2? Wieso? Herr Mavis hat mir gesagt, es ist die chemische Formel für Wasserstoff-Superoxid. Diese verdammte Kräuter, was mischt die sich Aber rein? Sie mischt sich ja nirgends rein. Ich habe ihr nur gesagt, dass du es zum Entwickeln deiner Bilder brauchst. Das hast du mir doch gesagt. Das stimmt doch. Naja, natürlich brauche ich es für das Entwicklerbad. Du hast mich jetzt vollkommen durcheinander gebracht mit deinem dummen Gerede vom Haarefärben. Das ist schon gut. Entschuldige. Ach, alles ganz und gar unwichtig. Reden wir von was anderem. Tante Lulu hat ein Geschenk für dich. Sie war so bis zum Rande angefüllt mit einem grandiosen Versöhnungswillen. Sag mal, erinnert dich der da nicht an irgendjemanden? Bruce. Du. Um Gottes Willen, Bruce, was ist denn? Wie ist das Foto wieder in das Buch gekommen? Wieder hineingekommen? Ich hab's rausgeschnitten. Rausgeschnitten, Bruce, ich verstehe dich nicht. Ich hab's verbrannt. Oh, schau mich doch nicht so an. Ich will dir ja alles erklären. Dieses Buch hat Tante Lulu... Tante Lulu, Dr. Gravel, Mavis und du. Was wollt ihr denn rausfinden? Gib das Buch her. Was ist denn los? Warum starrst du mich so an? Du hast mich erschreckt. Erschreckt? Habe ich das? Das war nicht meine Absicht. Aber da ist doch gar nichts Sonderbares dran, Bruce. Ich habe dir eine Fotografie aus einem Buch gezeigt, das Tante Lulu dir heute zum Geschenk machen wollte. Woher konnte ich denn wissen, dass du es schon hast? Das war das Geschenk von Tante Lulu? Ja. Wie kommt die denn auf sowas? Na ja, sie merkt sich eben alles, die Gute. Das letzte Mal hat sie ja gesehen, dass diese Bücher dein Hobby sind. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Du hast mich ja gleich so angebrüllt. Wirklich, Bruce. Ich habe einen Augenblick lang geglaubt, du seist übergeschnappt. Deswegen war ich auch so erschrocken. Ja, das war dumm von mir. Ich bin so unbeherrscht, es tut mir leid. Nein, es muss dir nicht leid tun. Du bist eben jetzt einfach ein bisschen, da sagen wir, gereizt, stimmt's? Ich habe manchmal so Laune und du musst dich denken... Ich verstehe das sehr gut. Es muss wirklich ein ekelhafter Tag für dich gewesen sein. Immer diese Ruhe und dann auf einmal so viel Besuch. Morgen ist alles wieder gut.
Überhaupt war es dumm von mir, in dieses Buch da hineinzuschauen. Solche Sachen erschrecken mich immer fürchterlich. Darum habe ich ja auch das Bild dieses Mannes verbrannt. Und mit dem da machen wir jetzt das Gleiche. Einverstanden? Ich verbrenn's auch. Raus? Ich wollte noch ins Dorf gehen. Ich muss noch was holen. Was denn? Ein bisschen Öl für den Salat. Die Geschäfte sind zu. Na, bei Jameson kann ich auch zur Hintertür rein. Da wird niemand sein. Alles ist auf dem Jahrmarkt. Aber wenn ich mich beeile... Nein, nein, nein. Nein. Mir ist lieber, du gehst nicht. Jetzt sind so viel zweifelhafte Leute unterwegs. Du weißt, was auf Jahrmärkten alles zusammenläuft. Gott weiß, was für Gesindel sich heute herumtreibt. Wir bleiben besser hier. Hier sind wir sicher. Na ja, du hast ganz recht. Er hat ja keine Ahnung, dass es schon so spät ist. Ja, ich glaube, dann mache ich jetzt besser das Abendessen. Ich helfe dir. Was ist denn? Nichts, nur ein bisschen schwindelig. Schon wieder vorbei. Das ist der Hunger. Natürlich der Hunger. Ja, es wird wohl der Hunger sein. Aber es ist schon wieder vorbei. Oder? Sehe ich schlecht aus? Du siehst bezaubernd aus, meine Liebe. Einfach hinreißend. Also, dann mache ich jetzt das Essen. Fabelhaft. Wie du Lisa das beigebracht hast, so einen exquisiten Hühnersalat zu machen. Es freut mich, dass es dir schmeckt. Heute ist ja auch ein besonderer Tag. Sozusagen eine Feier. Eine Feier? Ach ja, morgen verreisen wir. Warum lachst du? Nur so? Ist noch ein Cognac? Nein, nein, danke schön. Du willst mich wohl betrunken machen, Schätzchen. Die zwei Gläschen machen doch nichts. Das reicht vollkommen. Ich habe so ein komisches Summen im Kopf. Ein Hämmern. Nicht schlimm. Ich habe das vorher auch schon. Das ist nur meine Aufregung. Weil wir morgen wegfahren. Ich glaube, du solltest jetzt dein Gepäck fertig machen. Weißt du, was ich gefunden habe beim Packen? Den Schlüssel zu der alten Standuhr. Wie spät ist es? Es ist jetzt 8:45. Aber das lohnt sich doch nicht mehr, die aufzuziehen. Morgen sind wir doch weg. Für mich ist es immer ungeheuer aufregend, zu sehen, wie Minute um Minute vorbeizieht im Gesicht so einer großen Uhr. Ich habe die Hintertür abgesperrt, Liebes, wie du das Essen gebracht hast.
Ich habe nur den Kaffee geholt. Dein Kaffee, Bruce. Das ist. Dein Kaffee. So von weit her kommt sie, deine Stimme. Es muss mein Kopf sein. Wäre es nicht besser, du wirst dich jetzt hinlegen? Nein, 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 nein. Es ist ganz und gar nicht unangenehm. Es wird dir komisch vorkommen, aber irgendwie habe ich das gerne. Wenn das Hämmern schneller und schneller wird, wird es fast wie Musik. Die Konturen aller Dinge verschwinden. Aber die Farben beginnen zu leuchten. Wie spät ist es? Es ist jetzt 10 vor 9. Bald müssen wir uns an die Arbeit machen. Wäre es nicht besser, wir würden heute gar nichts mehr tun und bis morgen. Meine Pläne für heute sind gemacht. Ja, schon gut, ich weiß. Du bist doch ein vernünftiges Mädchen. Die Schwachheit des Weibes ist die Chance des Mannes. Hat das jemand geschrieben oder habe ich das selbst ausgedacht? Wenn es von mir ist, dann ist es trotzdem gut. Das Weib ist Schwachheit. Das ist meine Chance. Heute siehst du aber wirklich auf den Grund der Dinge. Noch Kaffee? Gerne. Ja. Ich sehe tief in die Menschen hinein. Und ich habe Macht über Frauen. Zweifellos. Wenn man ein bisschen anders ist wie die gewöhnlichen Kerle, die sie um sich haben. Ich habe gleich gedacht, wie der Häusermakler mir sagte, dass deine Wohnung zu vermieten sei, weil du im Lotto gewonnen hast. Und dann, als ich dich sah, romantische Geschichte, nicht wahr? Fast wie ein Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Stickige Luft hier. Kein Wunder, alle Fenster und Türen sind ja zu. Ich kann kaum mehr atmen. Du zitterst. Komm. Trink eine Tasse Kaffee. Das wird dir gut tun. Sonderbarer Zufall, dass Tante Lulu mir ein Buch schenkt, das ich schon habe. Meistens ist das ja alles hoffnungsloser Quatsch. Da schreiben sie, die meisten Mörder seien Verrückte, wie idiotisch. Ein Mörder ist ja oft ein Mann, der wacher ist wie die gewöhnlichen Leute. Findest du nicht auch? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Armstrong war klug, aber nicht klug genug. Dieser Palmer aus Ragley, sein Erfolg hat ihn übermütig gemacht. Den meisten geht es so. Das ist tödlich. Aber dieser Bellingham, was hältst du von diesem Bellingham? Ach, weißt du, ich lese ja solche Sachen nicht. Ich weiß nichts von ihm. Das ist schade. Es lohnt sich, ihn zu kennen. Er ist der Schlauste von allen. Er macht nie Fehler. Immer wieder sind sie ihm um den Hals gefallen. Sind mit ihm aufs Land gezogen, haben ihm ihr Vermögen überschrieben. Ein schlauer Bursche muss das sein. Ein schlauer Bursche? Er ist ein Genie. Bruce, wenn du nichts dagegen hast, ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin schrecklich müde. Hast du vergessen?
Du hast versprochen, mir zu helfen. Ich habe eine Idee. Lies mir vor. Lies mir aus dem Buch vor. Lies mir die Geschichte von diesem Bellingham vor. Fang mit der Einführung an. George Edward Bellingham. Um ihn bei dem Namen zu nennen, unter welchem er gerichtlich belangt wurde. Sein wirklicher Name ist stets noch ein Geheimnis. Hat eine Vielzahl von Decknamen. Sein populärer Übername ist Darky Bellingham, auch der kalifornische Blaubart genannt. Er wurde angeklagt des Mordes infolge unzureichender Beweise und durch die Geschicklichkeit seines Verteidigers freigesprochen. Obwohl er in Verdacht stand, nicht weniger als 5 junge Frauen umgebracht zu haben. Nach dem Freispruch verschwand Bellingham. 3 Monate später lagen die erdrückenden Beweise seiner Schuld offen vor. Lauter bitte. Die Körper von 4 Opfern wurden gefunden. Jeder einzelne war im Keller des jeweiligen Hauses vergraben, das er wohl zu diesem Zwecke gemietet hatte. Kannst du nicht lauter sprechen? Er pflegte die Bekanntschaft einer jungen Frau zu machen und schlug ihr im Verlaufe von wenigen Wochen, ja manchmal nur Tagen vor, ihn zu heiraten. Dann überredete er sie, jeglichen Besitz an Geld ihm zu geben. Ich verstehe immer noch kein Wort! Gewöhnlich mietete er ein kleines Landhaus in irgendeinem abgelegenen Bauerndorf. Wenn er mit der Frau da 2 oder 3 Monate gelebt hatte, gab er seinen Nachbarn oder Bekannten zu verstehen, dass er und seine Frau für einige Zeit verreisen würden, ins Ausland oder in einen anderen Erdteil. Die Tatsache, dass Bellingham nie beobachtet wurde, wie er den Ort verließ, hat nie Verdacht erregt. Und doch war in jedem Keller des jeweils verlassenen Hauses ein blutiges Geheimnis verborgen. Und sag mal, Bruce, wenn eine von diesen Frauen vorher herausgefunden hätte, was er mit ihr vorhatte und ihn um Erbarmen gebeten hätte, glaubst du, das hätte ihn erweichen können? Warum fragst du das? Es interessiert mich nur zu wissen, wie das Gehirn eines solchen Mannes arbeitet. Glaubst du, wenn er die Frau gern gehabt hätte und man muss doch annehmen, dass er einige gern gehabt hat. Auf seine Weise schon. Also gut, glaubst du, wenn er sie gern gehabt hätte, er würde ihre Bitte erhört haben, sie nicht zu töten? Er hätte gar nicht können. Aber stell dir vor, sie hätte zu ihm gesagt, ich bin dir auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Nimm mein Geld und alles, was ich habe. Das Geld hatte er ja schon. Ja, aber wenn sie zu ihm gesagt hätte, wenn du mir auch alles wegnimmst, lass mich nur leben. Ich werde es niemandem erzählen. Ich werde dich nicht verfolgen lassen, ich werde es nicht der Polizei erzählen. Man müsste doch annehmen, dass er hätte froh sein können für jede Chance, diesem Schrecken, der auf ihn zukam, zu entfliehen. Aber vielleicht war es für ihn gar kein Schrecken. Eben. Da klingen noch andere Seiten mit. Macht. Ein Höhepunkt. Ein Gefühl, gottähnlich zu sein. Einen Menschen in den Armen zu halten. Und im nächsten Augenblick ist dieser Mensch nur noch ein Ding. Komm. Nein. Nein, warte. Ich muss dir noch was sagen. Ich will nichts hören. Es ist wichtig. Es geht um Mord. Was? Ich wusste, dass dich das interessieren würde. Es betrifft dich. Dein Leben. Wieso? Wäre das nicht eine seltsame Geschichte, Bruce? Wenn ein Mörder eine Mörderin heiraten würde? Ja, eine sonderbare Idee. Das ist meine Geschichte, Bruce. Ich habe einen Mann getötet und niemand hat das je herausgefunden. Du? Du weißt, wie das ist, so ein Geheimnis zu verbergen. Ja, manchmal ist es qualvoll. Ich war schon einmal verheiratet, aber niemand hat es gewusst, nur meine Mutter. Wann war das? Ich war damals 18. Ich war seine Sekretärin. Er hatte Geld und alles. Ich war satt, immer arm zu sein. So habe ich gedacht, er sei mein Ausweg. Aber er war ekelhaft. Jeden Penny hat er mir vorgehalten. Er selbst hat mir die Idee in den Kopf gesetzt, hat immer zu mir gesagt, wenn wir jetzt sparen, dann wirst du einmal mehr haben, wenn ich sterbe. Wo war das? Ach, irgendwo an der Ostküste. Kleines Nest, furchtbar. Immer Wind, Wind, Wind. Weiter. Einen Plan nach dem anderen habe ich verworfen.
Aber dann kam meine Gelegenheit. Gift? Frauen töten meistens mit Gift. Nein, nein, meine Waffe war viel sicherer. In diesem Winter wurde er sehr krank, eine Lungenentzündung. Ich täuschte große Sorgen vor. Alle hatten sie Mitleid mit mir. Aber selbst während seiner Krankheit war seine Knausrigkeit stärker als sein Leiden. Er wollte nicht einmal eine Krankenschwester. Ich habe ihn gepflegt. Wie schlau von dir. Der Arzt gab mir sehr genaue Anweisungen, die Wärme des Krankenzimmers und so weiter. Eines Nachts, ich war allein mit ihm, kam die Krise. Ich betete an seinem Bett, dass er doch sterben möge. Ich muss ja lange Zeit so gekniet haben, denn als ich aufschaute, sah ich, dass er in tiefen Schlaf gesunken war. Die Krise war vorüber und es hätte ihm nun besser gehen müssen. Da ging ich zum Fenster. Ich sehe mich heute noch, wie ich dort stand. Der Frost hatte Eisblumen auf das Glas gezaubert. Da stand ich und... Du hast das Fenster geöffnet. Die Luft war kalt und schneidend, wie ein Messer. Ich zog ihm die Bettdecke weg und ließ die Tür offen. Dauerte gar nicht lange, als ich wieder ins Zimmer zurückkam, war tot. Dann schloss ich das Fenster, machte Feuer im Kamin und legte sogar zwei neue Wärmflaschen ins Bett. Und dann rief ich den Arzt an. Und das Geld? Ach Gott, ich war ziemlich dumm damals. Ich hab's sehr schnell durchgebracht. Wie ich das verstehe. Nur eines verstehe ich nicht. Warum erzählst du mir das ausgerechnet jetzt? Jetzt weißt du alles über mich. Ich kann dich nicht anzeigen, Brusi. Ich dachte, wir könnten einander nützlich sein. Eigentlich eine ganz gute Idee. Das hast du dir schlau ausgedacht, Cecily. Mir so etwas Spannendes zu erzählen, um mich aufzuhalten. Ich weiß genau, wo du die Geschichte her hast. Ich habe sie selbst gelesen. Ich erinnere mich noch genau an die Wärmflasche. Gute Idee, das. Habe ich schon damals gedacht. Du hast doch nicht erwartet, dass ich dir das abkaufe, mein Liebling. Nein. Nein, nie. Nicht einen Augenblick. Es ist mir auch völlig gleichgültig, ob du es glaubst oder nicht. Wieso gleichgültig? Du hast etwas vergessen. Eine Kleinigkeit. Ich habe keinen Kaffee getrunken. Was hat der Kaffee damit zu tun? Ich wollte nur Zeit gewinnen. Zeit wofür? Für das Gift. Es musste wirken. Das glaube ich dir nicht. Das ist wieder so ein Märchen. Das hättest du nicht tun können, du nicht. Doch, doch. Allein vielleicht nicht. Aber Dr. Griddle hat mir das Gift gegeben. Er hat Verdacht geschöpft. Er kennt den Fall Bellingham. Dr. Goebel? Das ist doch ganz einfach, verstehst du? Er hat dich schon seit einiger Zeit verdächtigt. Hilf mir. Kriecht überall hin. Jetzt kannst du dich nicht mehr bewegen. Fuß. Mein Gott, er ist tot. Tot. Sein Herz. Er hat geglaubt, ich hätte ihn vergiftet.